Jeder Neuentwicklung eines Automobils gehen zahllose Studienskizzen voraus. Ziel der ersten Besprechung der Skizzen ist, die erfolgversprechenden Ideen herauszufiltern. Sie werden in allen Perspektiven sowie konkreten Front-, Heck- und Seitenansichten gezeichnet. Das nun folgende Modellstadium umfasst 10 bis 15 Modelle im Maßstab 1 zu 5. Hiervon werden 2 bis 3 Modelle endgültig ausgewählt. Anhand von Formrissen im Maßstab 1 zu 1 werden Raum- und Sichtverhältnisse geprüft und den gesetzlichen Bestimmungen angepasst. Der Bau der 1 zu 1 Modelle beginnt. Hauptlinien aus dem Formriss werden auf das Modell übertragen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Front gewidmet, mit dem Ziel, eine Synthese aus Tradition und zeitgemäßer Linienführung zu finden. Den Entwurfskizzen von Innenteilen gehen konstruktive und ergonomische Untersuchungen voraus. Doch bald reichen Zeichnungen allein zur Beurteilung nicht mehr aus. Daher werden Modelle aus Materialien gebaut, die eine formale Änderung schnell und leicht ermöglichen. Eine genaue Nachbildung des Innenraums dient der Koordination von Teilmodellen. Die entsprechenden Übergänge werden nach stilistischen Gesichtspunkten überprüft. Parallel zu dieser Arbeit beginnt die sogenannte Ausmusterung von Farben und Materialien. Ziel der stilistischen Bestrebungen ist die Einheit von Form und Farbe. Die technische Seite der Karosserieentwicklung wird in zunehmendem Maße von mathematischen Methoden unterstützt. Ein geometrisches Datenverarbeitungssystem errechnet ein mathematisches Flächenmodell, das in einer späteren Phase die numerisch gesteuerte Fertigung von Produktionshilfsmitteln und Karosseriewerkzeugen ermöglicht. Zuvor werden jedoch in der Versuchswerkstatt Karosserieeinzelteile in Handarbeit erstellt. Mit Hilfe der in der Konstruktionsabteilung am Reißbrett erarbeiteten Gesamtkonzeption wird der Zusammenbau der Fahrzeugkarosserie vorgenommen. Damit ist der Einbau der Antriebsaggregate vorbereitet. Unter ihnen kommt nach wie vor dem Motor zentrale Bedeutung zu. Bei der Auswahl der Motoren wurde teilweise auf bereits bewährte Konzeptionen zurückgegriffen. Zu den bekannten 2,8 und 3,5 Liter Motoren wurde eine neue, leistungsstärkere V8-Version mit 4,5 Liter Hubraum entwickelt. Bevor jedoch der Motor im Fahrzeug verwendet werden kann, sind intensive Erprobungen von hochbelasteten Bauteilen notwendig. In einer Vorentwicklungsphase werden die Bauteile aus optisch aktivem Material gegossen, um sie mit Hilfe der Spannungsoptik auf ihre Festigkeit untersuchen zu können. Nach entsprechender Bearbeitung erfolgt funktionsgerechte Belastung mit sogenanntem Einfrieren der Spannungen in einem Wärmeofen. Das Modell wird in mehrere Schnitte zersägt, um ein räumliches Bild vom Spannungsverlauf zu erhalten. Mit Hilfe von polarisiertem Licht werden die Linien gleicher Spannung sichtbar gemacht. Spannungsspitzen sind gut zu erkennen. Das Ergebnis ist eine den auftretenden Beanspruchungen angepasste Form. Sie wird gemeinsam mit anderen, getrennt entwickelten Einzelteilen im ersten Versuchsmotor verwendet. Bei der Motorkonzeption standen die Reinheit der Abgase, hohe Leistung und möglichst geringer Kraftstoffverbrauch im Vordergrund. Eine dem Einsatz im Fahrbetrieb weitgehend angeglichene Erprobung aller Bauteile wird auf dem Motorenprüfstand vorgenommen. Die Fahrbedingungen werden möglichst genau simuliert. Messgeräte überwachen den Lauf des Motors in jeder Phase.
Für die verschiedenen Motoren wurden auch verschiedene automatische Getriebe mit Wandler entwickelt. Fahrzeuge mit 2,8 Liter Motor erhalten Wandler Vierganggetriebe. Fahrzeuge mit 3,5 und 4,5 Liter Motoren Wandler Dreiganggetriebe. Sie unterscheiden sich im Wesentlichen in der Zahl der Planetensätze, das Vierganggetriebe hat einen Satz mehr, und in der Größe der Lamellenkupplungen. Der Drehmomentwandler erleichtert das Anfahren, da schon bei geringer Motordrehzahl ein ausreichendes Drehmoment zur Verfügung steht. Mit abnehmender Fahrgeschwindigkeit erhöht sich ohne Rückschaltung das Drehmoment. Die Übergänge bei der Zugkraftschaltung werden geglättet. Der Drehmomentwandler erhöht in einer ersten Betriebsphase stufenlos das Drehmoment mit einem Höchstwert bei Stillstand. Er wirkt in einer zweiten Phase, wenn das Leitrad mitläuft, als hydraulische Kupplung. Durch sorgfältige und umfangreiche Prüfstanderprobung und in eingehenden Studien am Strömungstisch wurde die Beschaufelung gefunden, die dem Drehmomentwandler den höchsten Wirkungsgrad verleiht. Die Dauerhaltbarkeit der Planetengetriebe und anderer Bauteile sowie die Zugkraftschaltung werden auf Prüfständen erprobt, die von Magnetbändern gesteuert werden. Sie simulieren die im Straßenverkehr auftretenden Beanspruchungen. Der Fahrversuch bestätigt im Beschleunigungsdiagramm den erreichten Stand der Entwicklung und die Güte der Schaltungen. Bei der Achskonstruktion stand die Erhöhung der Fahrsicherheit im Vordergrund. Zielsetzung war eine Vorderachse mit Lenkrollradius 0, verringertem Wendekreis und Bremsnickabstützung bei verbessertem Fahrkomfort und geringem Raumbedarf. Der Lenkrollradius wird konstruktiv vorgegeben. Er ist dann 0, wenn in dieser Ansicht die Lenkachse die Radmittelebene im Aufstandspunkt trifft. Dies ergibt bei gleichen Störkräften verbesserten Geradeauslauf, was an Vorprototypen in ersten Fahrversuchen überprüft wird. Der Lenkrollradius 0 wurde verwirklicht, ohne die Bremsscheibe in die Radschüssel zu verdrängen. Die Achskinematik ist so ausgelegt, dass bei den im Fahrbetrieb auftretenden Federwegen Sturz- und Vorspuränderung gering bleiben. Die theoretischen Überlegungen werden im Fahrversuch bestätigt. Mit einem Reifenschlitzgerät wird das plötzliche Entweichen der Luft aus einem der gelenkten Räder dargestellt. Das gefürchtete einseitige Ausbrechen des Fahrzeugs wird durch die Vorderachskonzeption verhindert, da beim Lenkrollradius 0 die Bremskraft kein Moment um die Lenkachse erzeugen kann. Ein noch rascheres Entweichen der Luft dürfte in der Praxis kaum auftreten. Die Abweichung vom Geradeauskurs ist geringfügig. Das Fahrzeug bleibt mühelos lenkbar und kann ohne Schwierigkeiten zum Stand gebracht werden. Straßenunebenheiten haben stoßartige Beanspruchungen der Achsteile zur Folge. Die ungleichförmige Belastung dieser Teile und ihre Anlenkpunkte wird auf der Prüfmaschine simuliert. Das im Fahrbetrieb auf Magnetband gespeicherte Belastungskollektiv wird hierzu nachgefahren. In zunehmendem Maße wird durch zeitgeraffte Prüfstandsversuche die aufwendige Straßenerprobung des Fahrzeugs ersetzt. Auch die Belastungen des Achsschenkels werden auf diese Weise simuliert. Die Beurteilung der Fahreigenschaften bleibt dem Fahrversuch vorbehalten. Bei der Kurvenfahrt neigen sich die gelenkten Räder kinematisch bedingt in Richtung Kurveninnenseite und erhöhen die übertragbare Seitenführungskraft. Die Servolenkung vermittelt dem Fahrer einen sehr guten Kontakt zur Fahrbahn. Das Fahrzeug erweist sich trotz seiner Größe als ausgesprochen handlich. Sichere Fahreigenschaften ergeben sich jedoch erst durch optimale Abstimmung von Vorder- und Hinterachse. Als Hinterachse kommt die bewährte und für diesen Wagen weiterentwickelte Diagonalpendelachse zur Anwendung.
Die Dauerfestigkeitserprobung der einzelnen Bauteile wird auch für die Hinterachse auf Pulsständen durchgeführt. Die Fahrwiderstände werden mit einer Leistungsbremse simuliert. Magnetbänder steuern die Belastung. Diese Bänder werden auf Fahrstrecken aufgenommen, die das Fahrwerk besonders stark beanspruchen. Bei den Prüfständen werden Prozessrechner eingesetzt. Dies ergibt fundierte Kenntnisse über die Festigkeitseigenschaften der Bauteile. Gegenüber der Fahrerprobung ist der geringe Zeitaufwand von Vorteil. Unersetzlich bleibt die Fahrerprobung bei der Überprüfung der Fahreigenschaften. Die konstruktiv festgelegte Kinematik wird bei allen Fahrzuständen messtechnisch untersucht. Durch diese Ergebnisse und subjektive Fahrerprobung lässt sich die beste Abstimmung von Vorder- und Hinterachse finden. Das Fahrzeug verhält sich so, dass ein Erreichen des durch physikalische Gesetze bestimmten Grenzbereichs frühzeitig angezeigt wird. Unter verschiedenen Fahrbedingungen, die auf der Versuchsstrecke dargestellt werden, muss das Fahrwerk seine guten Eigenschaften beweisen. Auf der Kreisbahn wird bei nasser Betonoberfläche die erreichbare Querbeschleunigung gemessen. Sie ist ein Maß dafür, welche maximalen Kurvengeschwindigkeiten ein Fahrzeug unter bestimmten Bedingungen zulässt. Der gleiche Versuch wird auch auf nasser Kleinpflasterbahn durchgeführt. Hier wird erneut die Neigung der eingeschlageneren Räder in Richtung Kurveninnenseite deutlich sichtbar. Die daraus resultierende Erhöhung der übertragbaren Seitenführungskraft ist gerade bei nasser Fahrbahn sehr wichtig. Beim Wedeltest werden Ausweichmanöver simuliert. Um dem Fahrer ein möglichst sicheres Gefühl zu geben, darf der Rollwinkel nicht zu groß werden. Außerdem müssen die Lenkansprechzeit gering und die Gierdämpfung stark sein. Die während der Fahrt aufgezeichneten Messkurven können anschließend sofort diskutiert werden. Plötzlich auftretender Seitenwind bringt das Fahrzeug ohne Lenkradkorrektur kaum aus der Fahrtrichtung. Wird dagegen die Lenkung leicht korrigiert, bleibt der Wagen exakt auf seinem Kurs. Die progressive Bremsnickabstützung der Vorderachse verringert das Eintauchen des Vorderwagens beim Bremsen. Die Vorteile sind, dass sich bei plötzlicher Bremsbetätigung die Stoßfängerhöhe und bei Nachtfahrt die Leuchtweite der Scheinwerfer nur wenig verändern. Bei Fahrzeugen mit hohem Motordrehmoment wie 450 SE und SEL hebt sich beim Beschleunigen der Wagenbug und das Wagenheck taucht ein. Um die hierdurch entstehende Neigung des Wagenkastens zu reduzieren, wurde die bekannte Diagonalpendelachse mit einem Watschengestänge zur Radführung versehen. Es gleicht das Anfahrmoment aus und verhindert das Einsinken des Wagenhecks beim Beschleunigen. Führung und Kinematik der Achse blieben in Verbindung mit den das sonstige Fahrverhalten bestimmenden Größen unverändert. Neben sicheren Fahreigenschaften werden hohe Ansprüche an den Federungskomfort gestellt. Die Güte des Komforts wird auf verschiedenen Fahrstrecken durch Schwingungsmessungen am Fahrzeug und dessen Insassen ermittelt. Geeignete Polsterung ermöglicht ermüdungsfreies Sitzen auch bei länger andauernden Fahrbahnunebenheiten.
Einzelradaufhängung mit relativ geringen ungefederten Massen, gut abgestimmte Gasdruckstoßdämpfer und der lange Radstand ergeben in Verbindung mit großen Federwegen ein ausgezeichnetes Federungsverhalten. Zur Verkürzung der Erprobungszeiten werden Schwingungsversuche im Labor durchgeführt. Ein umlaufendes Stahlband bewirkt den Antrieb der Räder. Elektrohydraulisch gesteuerte Erreger simulieren die Straßenunebenheiten. Mit Hilfe einer umfangreichen Messeinrichtung werden die Schwingungssignale sofort aufgezeichnet und analysiert. Eine Gegenüberstellung der Ergebnisse verschiedener Versuchsvarianten führt zur Auswahl der besten Lösung. Ohne die modernen Schwingungsprüfstände lassen sich die heutigen Anforderungen an den Fahrkomfort kaum erreichen. Zum Komfort gehört auch ein niedriger Geräuschpegel. Auf dem Rollenprüfstand werden die Geräuschquellen mit dem Sondenmikrofon lokalisiert und ihr Pegelverlauf mit dem im Fahrgastraum verglichen. Lärmquellen wie Motor-Getriebe-Biegeschwingungen werden mit Messwertaufnehmern auf Magnetband gespeichert. Die Durchbiegung wird sichtbar gemacht und auf Band aufgezeichnet. Die Analyse der Messsignale weist auf Verbesserungsmöglichkeiten hin. Der für den Fahrer unangenehme Luftschall wird auch im Fahrbetrieb geprüft. Selbst bei hohen Fahrgeschwindigkeiten bleibt die Belästigung der Insassen gering. Weit lästiger sind dagegen die Abgase, die mit wachsender Verkehrsdichte in den Großstädten in zunehmendem Maße entstehen. Der Abgastest erfolgt auf einem Rollenprüfstand, auf dem eine Stadtfahrt simuliert wird. Der vorgegebene Fahrzyklus entspricht den gesetzlichen Prüfbestimmungen. Der Fahrer kontrolliert die Einhaltung der Geschwindigkeit auf einem Schreibgerät. Er versucht, den vorgeschriebenen Kurvenverlauf genau nachzufahren. Gleichzeitig wird an einer repräsentativen Gasprobe der Gehalt an Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff und Stickoxid überprüft. Die ebenso lästigen wie gefährlichen Verschmutzungsprobleme können im Windkanal untersucht werden. Scheinwerfer sind bei ungünstiger Witterung in starkem Maße der Verschmutzung ausgesetzt. Mit Wisch- und Wascheinrichtungen an den Abdeckgläsern kann auch während der Fahrt die Verschmutzung schnell und zuverlässig beseitigt werden. Bei der ständig wachsenden Verkehrsdichte werden an die Schmutzfreihaltung der Scheiben bei schlechtem Wetter zunehmend höhere Ansprüche gestellt. Die Frontscheibe wird durch die nach aerodynamischen Gesichtspunkten angeordneten Wischer auch bei hohen Fahrgeschwindigkeiten einwandfrei gereinigt. Für eine freie Sicht durch die Seitenscheiben wird durch entsprechende Profilierung der Windschutzsäulen gesorgt. Die Profilierung ist zur Demonstration auf der rechten Säule überklebt und dadurch wirkungslos. Ähnliche Überlegungen führten bei der Heckscheibe zum Erfolg. Die Fangrinne wurde auch hier auf der rechten Seite abgeklebt. Die Verschmutzung der Heckleuchten lässt sich durch aerodynamische Maßnahmen reduzieren. Das Abdeckglas weist rippenförmige Vertiefungen auf, die weitgehend schmutzfrei bleiben. Die Funktionen der Heckleuchten bleiben auch nach längerer Fahrt auf nassen und verschmutzten Straßen gut erkennbar. Für die Sicherheit der Insassen werden Unfallversuche auf Beschleunigungsschlitten simuliert. In die Versuchspuppen, sogenannte Dummies, werden Messwertgeber montiert, die die auftretenden Beanspruchungen registrieren. Der Dummy nimmt den Platz des Insassen ein. Der Versuchsaufbau besteht jeweils nur aus dem interessierenden Teil der Fahrgastzelle. Um den Bewegungsablauf festzuhalten, wird mit Hochgeschwindigkeitskameras gefilmt.
Die Auswertung von Filmen und Messergebnissen führt zur Optimierung der Maßnahmen zur Erhöhung der inneren Sicherheit. Doch auch an relativ einfachen Prinzipversuchen können wesentliche Erkenntnisse gewonnen werden. Am aufwendigsten und zugleich spektakulärsten sind jedoch komplette Fahrzeugversuche. Beispielsweise der Frontalaufprall mit 50 km in der Stunde gegen eine starre Barriere. Anhand der Zeitlupe mit 20-facher Zeitdehnung wird die starke Beanspruchung von Fahrzeug und Insassen deutlich. Dennoch lassen sich nach dem Versuch alle Türen öffnen. Die Fahrgastzelle behält ihre Stabilität. Die entsprechend strukturierte Knautschzone verwandelt die Bewegungsenergie in Verformungsarbeit. Die Fahrzeugverzögerung bleibt über den langen Verformungsweg gleichmäßig gering. Die Insassen können an der Fahrzeugverzögerung teilhaben, da sie mit 3-Punkt-Automatikgurten gehalten werden. Unkompliziertes Anlegen ist durch die Einhandbedienung gewährleistet, angenehmes und korrektes Tragen durch die Rückzugsautomatik. Die zuverlässige Funktion wird durch die auf Fahrzeugverzögerung, Fahrzeugschräglage und Gurtauszugsgeschwindigkeit ansprechende Sperrvorrichtung garantiert. Der unangenehme Eindruck der Unaufgeräumtheit lose herumhängender Gurte wird durch die versenkte Anordnung vermieden. Auffahrunfälle werden durch den Heckaufprall gegen die starre Barriere simuliert. Dank seiner günstigen Lage über der Hinterachse befindet sich der Tank außerhalb des gefährdeten Bereiches. Auch nach dieser Beanspruchung des Fahrzeugs müssen sich alle Türen öffnen lassen. Das Türschloss hat beim Unfallgeschehen, vor allem bei Überschlägen, eine wichtige Funktion. Das Herausschleudern der Insassen muss auf jeden Fall verhindert werden. Wird nämlich der Insasse aus der ihn schützenden Fahrgastzelle herausgeschleudert, so bedeutet das eine wesentliche Erhöhung des Verletzungsrisikos. Es ist daher selbstverständlich, dass der Entwicklung sicherer Türschlösser große Bedeutung beigemessen wird. Im Zugversuch lässt sich nachweisen, dass das Schloss Belastungen bis zu 3 Tonnen standhält. Der härteste Test für die Bewährung der Stabilität der Seitenstruktur und des Türverbandes ist der seitliche Aufprall gegen den starren Mast. Die Sicherheit der Fahrgastzelle im Dachbereich wird durch einen Falltest geprüft. Der Aufprall in schräger Lage stellt eine extreme Beanspruchung der Dachstruktur dar. Die zur Festigkeitsberechnung erforderlichen Daten werden den Zeichnungen entnommen und in Lochkarten übertragen. Die Berechnung erfolgt mit Hilfe des Daimler-Benz ESEM-Verfahrens und liefert die bei vorgegebener Belastung auftretenden Beanspruchungen. Deformationsversuche mit den berechneten Teilen beweisen die wesentlich höhere Belastbarkeit. Im Fahrzeugversuch findet man dafür die Bestätigung und gleichzeitig die Auswirkung auf die Insassen, die nach einer solch extremen Beanspruchung des Fahrzeugdaches genügenden Überlebensraum haben. Doch über all den Prüfungen und Zerstörungen, die letzten Endes erst zur Qualität eines technischen Produktes führen, soll nicht vergessen werden, dass das Fahrzeug in erster Linie der möglichst komfortablen und sicheren Beförderung des Menschen dienen soll. Das Autofahren aber auch heute noch das Gefühl der Freude an der Technik und der Harmonie mit der Technik vermitteln kann, das beweist eine Fahrt mit diesem Fahrzeug, dessen langjährige Entwicklungsgeschichte hier aufgezeigt wurde. Der rote Faden, der sich durch alle Ideen, Konzeptionen und Experimente zog, war letzten Endes der Wille, die hochgesteckten Erwartungen der Kunden in die neue S-Klasse zu erfüllen, ja vielleicht zu übertreffen.